Hallihallo und herzlich willkommen bei Minecraft Hexit auf dem Megadrake Server. Ja, Fraps hat mich genervt, YouTube hat mich genervt und das führt dazu, dass ich leider zwei Aufnahmen nicht zeigen konnte. Und ich habe nämlich noch Game Mode an. Wieso vergesse ich immer Game Mode rausnehmen? Ich will nicht cheaten oder so etwas. Ich will einfach nur, dass das Game Mode automatisch aus ist, wenn ich anfangen will. Weil ich muss manchmal mich vorbereiten, da will ich nicht vom Monster angegriffen werden. Deshalb habe ich überhaupt den Game Mode an. So, ich zeige euch jetzt, was ich alles so gemacht habe halt in den zwei Folgen. Das erste ist extrem lange vorbereitet, bis ich endlich Chocopedia gehabt habe und ein paar von diesen Güssal-Ding. Lovely Güssals, die da. Genau. Und dann noch Probleme gehabt habe mit dem Zaun. Aber alles steht so ein bisschen in Chocopedia. Und ich zeige euch jetzt kurz, wie das geht. So, hier haben wir fertig. Gut. Yay, wir haben keine Ding gebraucht müssen, weil wenn man die hier drin reinmacht, bekommt man Seeds. Also wir mussten keine opfern, das ist sehr gut. So, die Low Valley, die brauchen wir. Und die nicht. Ich möchte noch mehr Lovely haben, weil wir haben jetzt hier, dank den zwei eben nicht gezeigten Folgen, sie waren einfach viel zu groß und dann müsste ich eigentlich den ganzen Tag nur hochladen. Und deshalb ging es eigentlich nicht mit dem Hochladen nach, weil YouTube extreme Probleme momentan hat. Und deshalb geht es nicht. Also die da und die da. Hallo? Was ist denn los? Willst du nicht? Dann du und du. Und du und du. Komm, die wollen nicht. Okay, geht's nur ein Kind. Wahrscheinlich haben sie einfach gerade keinen Bock. Hey, Kleines, geh rein. So. Manchmal glitschen die raus, das liegt aber am Server und nicht am Spiel. Aber ich kann die alle wieder fangen und so weiter. So, jetzt möchte ich noch ein paar andere Chocobos holen, die sind nämlich da unten irgendwo. Und dann gehen wir endlich mal etwas für den Kampf machen. Wir könnten jetzt gerade mal kurz hier das Eisen zu einer Spitzhacke machen. So, und zu einem Schwert. Die anderen Sachen brauche ich nicht unbedingt. Aber ich möchte noch eine, genau, Hose machen. So. Wir müssen einfach ein bisschen vorwärts machen, weil die Dungeons werden natürlich immer weniger, gehen immer weiter weg, wenn die Spieler alles schon holen. Und da können wir nicht gehen. Aber wir gehen dann mit dem goldenen Chocobo. Ich werde immer wieder zwischendurch die Zucht machen. Und, wir haben keinen Sattel, stimmt. Ja, dann machen wir es direkt jetzt. Wir gehen jetzt, wir machen hier eine Mine, genau. Wir machen hier eine Mine und gehen eigentlich hier runter und graben uns hier zwei runter. Das geht gerade nicht auf, aber ich kann es jetzt hier machen mal. So, Wasser haben wir dabei, sehr gut. Ah, er hat es wieder gefunden. Gut. So, also, das Wichtigste ist einfach jetzt mal etwas Diamanten zu suchen. Ich weiß, wir haben draußen auch Diamanten, aber die holen wir später oder vielleicht sind sie jetzt schon weg. Weil die Spiele spielen einfach weiter und wir haben dann immer weniger Zeit, eigentlich die Dungeons da noch zu finden, weil sonst müssten wir ein paar hundert Kilometer einfach mal laufen und laufen. Und deshalb möchte ich das machen, wenn wir dann die goldenen Chocobos haben. Und wenn ihr auch eine haben wollt auf den Server, dann müsst ihr einfach mir ein Gegnerangebot geben. Und je nach Seltenheitsgrad der Chocobos müsst ihr halt mir mehr oder weniger geben. Aber ich habe faire Preise und kann natürlich auch jetzt annehmen, was ich zum Beispiel bräuchte, aber ihr gut herstellen könntet. Oh, hier haben wir Gold, sehr gut. Zum Beispiel Goldblöcke. Für goldene Chocobos. Würde ich auch gerne annehmen. Brauche ich zwar nicht, aber es ist auch schwer Gold zu finden. Also ja, schwer ist es nicht, aber
Wenn ich merke, dass ihr dann nur mit Gold Nuggets arbeitet, dann werde ich es natürlich nicht mehr annehmen oder so. Also es ist einfach so ein bisschen einen Tauschhandelmarkt und ich hoffe einfach, ich kann euch ein faires Angebot machen. Und wenn ich eben merke, dass ihr allzu leicht das natürlich bekommt, dann lohnt es sich halt nicht, es noch leicht zu halten. Da muss ich einfach den Preis ein bisschen nach oben setzen. Aber ich denke mal, für mich ist es eine große Arbeit, für euch nicht. Also da könnt ihr schon ein bisschen dankbar sein, oder? Aber toll, dass so viele kommen auf den Server. Aber leider wird wahrscheinlich der Server nicht mehr lange, ja, gerade existieren, wenn ich jetzt gerade nicht an eine PaySafe-Karte komme. Weil ich kann jetzt momentan nur mit PaySafe-Karte zahlen, weil eine Kreditkarte momentan unmöglich ist. Und ja, deshalb, ja, ich hoffe, ich muss den PC, also den Server nicht pausieren. So, 19. Oh, da unten haben wir etwas. Ach, schau mal, Lava. Diamanten. Das findet man auch nur bei Exits so schnell. 13. 12. So. Gut, das haben wir. Da können wir runterspringen immer wieder. Und ich mache zuerst hier das Lava weg. So. Aha. So. Ich hoffe, hier spawnt nichts. Yay! So ist der Chat aus. Ich muss der Chat. Ah, schreibt gerade niemand. Kubernetes noch an. Okay. Und heute gab es wieder ungefähr 4 Bewerbungen. Richtig toll. Also Hexit ist extrem motivierend und dank diesem Fraktionssystem, was ihr machen könnt, ist es noch toller natürlich. Not of this world. Ja, die kommen, also die Meteoriten kommen woanders. Das stimmt. So, hier haben wir gerade nichts. Aber irgendwas hier hat so komisch geklickert. Hm. Ist das eigentlich genug laut? Bisschen lauter kann ich machen, aber es ist einfach wegen dem Regen. Der ist extrem laut in den alten Versionen. Und Hexit ist halt schon ein bisschen älter. Dafür ist es motivierend. Es gibt keine Mods mehr, die Rollenspiel haben. Außer so Fan-Mods, die nicht ganz belastet sind und so weiter. Deshalb ist Hexit momentan einfach der Mod, der einfach am besten dazu funktioniert. Und ja, ich finde es cool, dass so viel Spaß haben. Boah, überrascht mich doch nicht so, Lava. Den will ich mitnehmen. Der ist wichtig. Da war schon jemand, das war ich wahrscheinlich. Also ich war auch hier schon. Ich höre überhaupt keine Monster, was ist denn los? Komisch, kurios. So. Meteoriten sind sehr wichtig, auch für ein Meteorit-Schild. Ich habe jetzt zwar einen schon hingemacht, aber auch damit einfach nicht während des Let's Playens dann die ganze, also nicht während des Let's Playens, sondern einfach so, dann plötzlich die Dinger runterkommen. Meteoriten, oder? Sonst ist da alles voll. Dann habe ich wahrscheinlich so viele Löcher in meiner Bude, dass gar nichts mehr geht. Dass wir umziehen müssen. Ja, umziehen werde ich dann manchmal auch, aber ich werde natürlich immer wieder zurückkehren während dem Let's Play. Ich werde dann so eine Untergrundbasis machen. Dann habe ich wie ein zweites Leben. Dass ich einfach ein gutes Leben habe und ein böses Leben. Und dann mal ein paar Spiele nerven. Oh Gott. So, wir haben aber bald kein Eisen, also Eisenspitzhacker mehr. Wir müssen nach oben. Diamanten, die nehmen wir natürlich
extra noch mit. So, Glowstone nehmen wir auch gerne mit. Lapis Lazuli. Oh, schön. Was ist das? Das ist Ding Uranium. Drop bitte gut. Also hier war ich. Die nehme ich noch mit. So eine unendliche Kupferfarm ist recht gut. So. Ah, mal schauen, was die Büsche gemacht haben, wie die wir das letzte Mal schon gesammelt haben. So, ich muss aber irgendwie da nach oben. Genau. Ja, Inventar ist schon fast voll. Oh, die noch. Das ist auch Kupfer, glaube ich. Einfach ein anderes Kupfer von einem anderen Mod. Da auch. Ja, jetzt geht's nicht mehr. Schade. Wir könnten aber kurz nochmals... Ja, da müssen wir aber auch einen Ofen machen. Es geht, glaube ich, schon. Wir kommen da irgendwo hoch. Da waren wir ja schon. Da war noch niemand. Oder es war nicht ausgeleuchtet. Da könnten wir hoch. Okay. Dann mal nach oben. Das ist auch irgendwie Kupfer. So. Hoppla. Ja, was haben wir hier? Nix. Eine Sackgasse. Ich mache eine Steinaxt. So, dann ein paar Sticks noch. Oder kann man Marble? Nö. Okay. Ich wollte eine Marble-Axt, sieht sicher auch cool aus. Ich brauche einen Mod dafür. Ich brauche so für so viele Sachen einen Mod. Leute, wenn ihr modden könnt, bitte Bescheid sagen. Ich würde viel zahlen. Ich würde wirklich viel zahlen. Für Leute, die wirklich Talent haben, werde ich für Mods sogar zahlen. So. Also, dann gehen wir nach oben. Schön, dass wir hier rausgekommen sind. Und nach oben können wir da noch. Da haben wir auch noch Kupfer. Sehr gut. Da ich eben nicht möchte, dass das Video so lang geht, werde ich wahrscheinlich für Hexit kürzere Parts machen. Das liegt einfach daran, dass Hexit viel mehr Fraps, also Datenspeicher, braucht als Regnum. Und ja. Ich möchte mal kurz eine Frage an euch stellen. Schaut ihr beide Projekte, die ich momentan habe, also alle drei sogar, auch das Nebenprojekt Path of Exile, oder schaut ihr nur eins, also interessiert euch nur für Hexit, würde ich gerne denken, und was für Modpacks findet ihr auch noch recht gut? Also ich finde ja eben Infinity auch sehr gut, weil es so extrem groß ist, aber das hat auch Performance-Schwierigkeiten, auch bei mir. Dann finde ich noch gut Hex/Mine, das ist leider ein alter Mod. Der wird aber bald wieder weitergearbeitet. Aber finde ich noch gut. Techheat finde ich noch gut. Feed the Beast Monster finde ich sehr gut. Ja. Jetzt muss ich ein bisschen denken. Jurassic. Wie hieß das? Jurassic Craft, genau. Jurassic und dann Craft noch. Das ist auch ein gutes Modpack. Und sonst, ja, es ist halt meistens dann die Mods, wo die Community arbeitet und nicht irgendwie so vom Launcher Leute. Jo, und jetzt regnet es natürlich und ich habe natürlich gerade der Sound ein bisschen lauter. Okay. Der Regen hört man jetzt schon, obwohl wir noch nicht an der Oberfläche sind.
So. Sorry, ich muss ein bisschen leiser machen. Das ist zu laut. Gut. Jetzt müssen wir das Haus finden. Muss ich kurz auf der Map schauen oder was? Nein, das ist die falsche Richtung. Da. Ah, schön, wir sind gleich beim Haus rausgekommen. Aber jetzt haben wir ja den Ding, jetzt machen wir noch Leitern. Und dann ist leider der Part vorbei, aber der nächste kommt so bald wie möglich. Und gut ist. So, und das werde ich nämlich gleich im Anschluss aufnehmen. So. Also, tun wir hier mal das unwichtige Zeugs rein. Quantum ist es gewesen. Okay, das ist nicht Uranium gewesen. Hm. Seltsam. So, ich möchte aus Diamanten eine Spitzhacke machen. Und ein Zweihandschwert. Big Sword ist eigentlich besser, oder? So. Ich mach's. Ich bin ein bisschen einer, der gerne riskiert. So. Da drüben. Ja, nein, ich will das da beim Schild machen irgendwo. So. Und hier kommen immer alle Erze rein. Und Barren. Also, ein Ore. Die Hälfte hier. Die Hälfte hier. Auch wenn wir es nicht unbedingt jetzt mehr brauchen, ist es doch etwas, was ich einfach auf Lager haben will. Vielleicht brauchen wir mal Eisen zum Blöcke bauen oder so. Also Eisenblöcke bauen für irgendwas Schönes oder so. Sieht schöner aus als bei Ding. Ich will jetzt einfach mal ohne Modpack spielen, weil es gibt auch nicht so viele Modpacks dafür. Und sind nicht vollständig. Ich will es einfach in einem Ton haben. Tut mir leid, andere Let's Player werden wahrscheinlich mit Texture-Pack Let's Playen. Aber ich mache es nicht, weil es, ich finde einfach, Vanilla sieht am schönsten aus. Ich habe da mal eine Phase, da waren meine Augen sehr empfindlich, da musste ich einfach Sparks immer nehmen. Aber wenn man es nicht braucht mehr, dann ist eigentlich Vanilla immer das schönste Texture-Pack. Also eben, native. So. Nein, die sind da unten. Genau, jetzt haben wir 64 Chocobo-Fan. So, wir haben Pfeile haben wir. Dann nehmen wir den, den habe ich geschenkt bekommen von Razor. Ja, ich glaube es ist Razor gewesen. Und dafür Dankeschön. Wenn es jemand anders war, dann tut mir leid, aber ich habe es mir nicht gemerkt, tut mir leid. Genau. Wir gehen in Twilight Forest. Aber kurz essen. Ja genau, das Chocobo wollte ich noch fangen, aber das kann dort frei in Freiheit leben. Ich muss nicht alle haben. Ich kann aus den gefangenen Lebenden züchten. So, und wie es hier weitergeht. Puh. Das erfahrt ihr im nächsten Part. Da ist er gestorben. Cupanello. Hast du nichts dabei gehabt? Oder wird das nicht abgebaut? Sorry. So. Ich schreibe einfach den Namen wieder hin. Also, bis zum nächsten Mal, euer Drago.